Und vielen Dank für Ihr Interesse. Ich meine, wie Sie sehen, der Titel Degree AXM WFS und WPS Services GML-Anwendungen im Aviation-Bereich ist natürlich eine ziemliche Akronymwüste. Deshalb würde ich ganz gerne mal wissen, also ganz ehrlich, damit ich mich ein bisschen darauf einstellen kann, wäre es mir ganz lieb, wenn Sie mir mal sagen könnten, ganz kurz einfach aufzeigen könnten, ob Sie mit dem Akronym WFS was anfangen können direkt. Oh, wow. Okay. WPS? Gut. Und dann wird es bei GML genauso aussehen, das ist klar. Gut, ja, das freut mich natürlich. Da muss ich mich damit nicht so lange aufhalten, noch irgendwelche Grundlagenbegriffe zu erklären oder zumindest nicht so ausführlich. Also in meiner Präsentation wird es gehen zunächst mal um Entwicklung im Aviation-Bereich. Was ist eigentlich standardbasierte Geoverarbeitung dort? Was bedeutet das? Inwiefern hat das was mit GIS zu tun? Und danach werde ich dann explizit und intensiver auf den AXM-Standard eingehen, der seit ungefähr 10 Jahren in der Entwicklung ist. Nächster großer Punkt ist die Frage, unter den ganzen Open-Source-Frameworks, die es so gibt, und den Open-Source-Tools, warum eigentlich Degree dafür? Ich meine, das ist jetzt nicht die allerbekannteste Software, aber warum zeichnet die sich eigentlich an dieser Stelle aus oder warum ist die besonders gut geeignet? Dann würde ich ein bisschen was über OGC-Webdienste und AXM erzählen, also inwiefern AXM über OGC-Webdienste angeboten werden kann, was man dann damit machen kann. Und zu guter Letzt praktische Aktivitäten, an denen ich auch beteiligt war, zusammen mit den anderen Mitarbeitern von mClick und zum Beispiel auch zwei Werkstudenten hier von der Hochschule, die auch daran mitgearbeitet haben, der Benjamin Winter und der Simon Lischka. Wir alle haben im OWS 10 Testbed halt Lösungen basierend auf Degree beigesteuert. Was das OWS 10 Testbed ist, erzähle ich dann auch. Erstmal ein schönes Bild, damit es nicht ganz so langweilig wird. Später wird es doch dröge genug. Was erwartet einen eigentlich in der Datenverarbeitung im Aviation-Bereich? Also ich selber bin nicht aus dieser Domäne. Inzwischen weiß ich, dass ein großer Teil darum geht, dass Objekte der sogenannten Luftrauminfrastruktur verwaltet werden müssen, auch in ihrer zeitlichen Veränderung. Zum Beispiel Lufträume, sprich Volumina in der Luft, durch die halt Flugzeuge fliegen. Es gibt Routen, auf denen sich Flugzeuge bewegen, Flughäfen, das kann man sich relativ gut vorstellen, Landebahnen und etliches mehr im Rahmen dieser Luftrauminfrastruktur. Anderes großes Thema ist die Flugplanverwaltung, also sprich, welche Flüge gehen wann von wo nach wo. Was ganz interessant am Aviation-Bereich ist, ist, dass der sich eigentlich noch von einer großen Umwälzung befindet. Nämlich momentan haben wir halt heterogene Systeme, die eigentlich seit ungefähr 50 Jahren gewachsen sind. Also für jeden Aspekt hat jeder, der damit was zu tun hat, im Zweifelsfall eine eigene Lösung. Die Interoperabilität ist da ziemlich beschränkt und es ist halt sehr viele proprietäre Lösungen im Einsatz. Jetzt gibt es aber eine Gegenbewegung. Und zwar, wie auch in der Geoverarbeitung zum Beispiel durch die OGC-Standards, ist die Idee eben, die Datenmodelle und die Codierung zu vereinheitlichen. Und das große Ziel, es gibt da so ein Zauberwort, das heißt SWIM, System-Wide Information Management. Das soll halt letzten Endes bedeuten, dass alles ziemlich seamless miteinander interagieren kann und man auch ganz neue Informationen aus den verknüpften Informationen herleiten kann. Neben den klaren Aspekten wie Konsolidierung der Altsysteme, Integration ist Bestandteil von dieser SWIM-Geschichte und ja, Interoperabilität ist eben ein großes Ding. Jetzt gibt es hier drei sehr schöne weitere Akronyme, nämlich je nachdem, wie man die ausspricht, AXM, WXXM, und Fixem, die, wie gesagt, seit ungefähr 10 Jahren in der Entwicklung sind. Also das Aeronautical Information Exchange Model, auf das ich im Weiteren eingehen werde, das beschäftigt sich halt mit allen möglichen Objekten aus der Luftrauminfrastruktur, wie Lufträume selber oder Routen. Es gibt auch noch weitere Modelle für Wetterinformationen, die relevant sind. Und
für Flugpläne, aber die nur am Rande. Das AXM als solches ist halt ein XML-Austauschformat, das heißt, die Objektklassen sind hier mal so ein bisschen, die Oberobjektklassen sind hier mal so ein bisschen an der Seite dargestellt, also Airspace, Lufträume zum Beispiel oder Routes, die Routen. Ja, die werden jedenfalls in XML kodiert. Was ganz besonders an dem AXM eigentlich ist, ist, dass es auch ein sehr ausgefeiltes Temporalmodell gibt. Also sprich, Änderungen und Veränderungen von Objekten spielen eine riesige Rolle. Also das ist schon intrinsisch in dem ganzen Komplex berücksichtigt worden. Und da wird halt ein großer Wert drauf gelegt, dass da eine vernünftige, tragfähige Lösung für die Zukunft gefunden wird. Wobei das auch immer noch Work in Progress ist, muss man sagen. Es wurde, soweit es geht, versucht, bestehende ISO- und OGC-Standards zu verwenden, also sprich ganz zentral zum Beispiel GML, also die AXM-Objekte werden in GML kodiert. Die Objektklassen sind durch ein GML-Applikationsschema gegeben. Was daran eigentlich für die Zukunft, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Low-Hanging-Fruit, aber eher besonders high. Aber theoretisch, in der Zukunft, wenn alles mal gut funktioniert, dann könnte man theoretisch einfach einen AXM-Dienst oder AXM-Daten mit einem beliebigen GIS-Client einfach einladen. Weil dadurch, dass es durch GML kodiert ist und sich ein GIS-Client im Prinzip auf GML, durch das GML-Schema auf die Domäne einstellen kann, könnte ich in meinem QGIS 8 oder was auch immer, könnte ich dann vielleicht mal irgendwann tatsächlich Aviation-Daten einladen und damit genauso arbeiten wie mit allen anderen Daten, was natürlich eine ganz sexy Geschichte wäre. Ein anderer Aspekt, auf den extremen Wert gelegt wurde bei AXM, ist, dass es modular und erweiterbar gestaltet ist. Also sprich, ja, es ist ein sehr großer Wurf, deshalb ist es halt auch schon seit 10 Jahren in der Entwicklung. Hier mal ein schematischer Blick auf so ein Airspace-Objekt nochmal, also meinen Luftraum. Sprich, da habe ich jetzt über dem Boden irgendwie so zwei Teile eines Airspaces und verschiedene Eigenschaften noch von diesen Objekten, wie den Rand, den Border. Interessant ist hier auch noch die Zeit, der Zeitbezug vielleicht, dass es hier halt dieses Airspace-Timesheet gibt. In dem Fall sind es hier die Operating Hours. Ja. Jetzt wissen Sie ja alle, was GML ist. Oder fast alle zumindest. Und nochmal ganz kurz, AXM basiert halt auf GML und momentan ist der GML-Standard, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten er momentan hat, 400 oder 500. Auf jeden Fall ist es ja ein ziemlich umfangreiches Ding und es ist bei weitem nicht so, dass das, was man heutzutage so unter GML versteht, also das, was zum Beispiel ein QGIS einlesen kann oder sowas an GML, das ist bei weitem nicht das, was der GML-Standard spezifiziert. Das ist nur ein absolut klitzekleines Subset. Deshalb sage ich auch QGIS 8 vielleicht mal oder ich will jetzt gar nicht QGIS schlecht machen, ich benutze QGIS sehr gerne, aber es ist einfach bei allen Desktop-GML-Clients so. Also ich kenne keinen, der in der Lage wäre, komplexes GML wie AXM einzulesen. Andere Aspekte dabei sind halt auch noch, dass AXM eben ein richtiges objektorientiertes Modell ist. Es gibt zum Beispiel auch Links zwischen Objekten, also wie in Objekten in einem Programm, in einem Java-Programm zum Beispiel. Nur, dass sie in diesem Fall halt in GML durch X-Links kodiert werden. Auch GML hat schon Aspekte für zeitliche Veränderungen und noch vieles, vieles mehr, was jetzt hier aber gar nicht unbedingt eine Rolle spielt, wie Koordinatenreferenzsysteme können auch in GML ausgedrückt werden. Gucken wir uns mal ganz kurz an, was das konkret jetzt eigentlich heißt, wenn ich jetzt mit AXM konfrontiert werde. Also sprich, ich habe auf zwei Seiten, das geht hier noch gleich ein bisschen weiter, einen Ausschnitt von einem einzelnen Luftraum, der in AXM kodiert ist, mal auf die Folie gepackt. Und wir sehen schon, es fängt an mit irgendwie einem GML-Identifier zum Identifizieren und dann geht die Struktur schon direkt ziemlich tief runter. Ein Timeslice geht auf, also sprich, das ist ein Teil des Temporalmodells. Das ist halt ein Zeitabschnitt, ein Zeitstück. Dann werden verschiedene GML-Konstrukte benutzt, wie eine Time Period, um anzugeben, für wann dieser Timeslice valid ist.
gibt alle möglichen Properties. Ja. Und auf der nächsten Seite sehen wir dann zum Beispiel auch, dass hier in dem Geometriekonstrukt auch tatsächlich sowas, wer schon mal GML wirklich gesehen hat, ein GML Line-String-Segment vorkommt. Also sprich, wenn ich einen GML-Parser hätte, der damit umgehen kann, kann ich hier zumindest schon mal aus diesem Zahlenwust irgendwie eine Geometrie rausholen. Ja, wenn ich jetzt halt eine Software schreiben will oder entwickeln will, irgendwas mir vom Regal nehmen will, um AXM zu verarbeiten, was tue ich denn da so typischerweise? Also zunächst mal habe ich es halt damit zu tun, dass ich erstmal dieses AXM-GML, wie auf der Seite vorhin, muss ich irgendwie dekodieren können. Ich muss es kodieren können. Sicherlich, ganz gängig ist es eben auch, es in eine Datenbank zu schreiben oder die Objekte in der Datenbank zu persistieren, Karten daraus zu generieren, Abfragen durchführen. Ja, und es gibt aber auch speziellere Aufgaben, die dann halt eben, also das da, die ersten Sachen würde ich eigentlich als generische Sachen betrachten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Luftraumbuchungen durchführe, dann ist das schon ein Businessprozess, der natürlich eine Rolle spielt. Also sowas passiert halt tatsächlich, dass zum Beispiel für Trainingsflüge der Bundeswehr oder so müssen halt Lufträume geblockt werden. Das kann natürlich mithilfe dem Austausch von AXM-Messages geschehen. Jetzt mal gucken, was und warum eigentlich Degree da bietet. Oder was Degree da bietet und wieso Degree dafür vielleicht eine sehr gute Wahl sein könnte. Also wer es nicht kennt, das ist halt ein sehr umfangreiches Java-Framework für Geo-Anwendungen. Nicht ganz unähnlich zu Geo-Tools und Geo-Server. Ist aber tatsächlich ist es sogar älter. Es hat einen akademischen Hintergrund. Es ist an der Uni Bonn am Geographischen Institut entstanden. Und liegt jetzt gerade in der Version 3.3.8 vor. Zentraler Fokus ist tatsächlich die Verarbeitung von GML und auch die Bereitstellung von OGC-Webdiensten, also wie eben ein WFS oder ein WPS. Das Besondere ist eben, dass es von Grund auf im Kern schon angelegt wurde in der Version 3, dass es eben mit solchen GML-Anwendungsschemata wie AXM auf eine natürliche Art und Weise umgehen kann. Deshalb kann es sich eben auf dieses Modell gut einstellen und macht zum Beispiel das Aufsetzen von Diensten, die ich halt auf Basis dieser AXM-Daten haben will, relativ leicht. Weil ich mich dann zum Beispiel nicht verrenken muss, um diese Objekte unbedingt flach zu klopfen oder irgendwie in eine Simple-Feature-Struktur zu bringen. Es kann halt tatsächlich intern mit GML-Objektgraphen arbeiten. Hier ist ein kleiner Überblick über die OGC-Standards, wie sie momentan von Degree implementiert werden. Folgende interessant sind eigentlich der WMS, der WFS und der WPS. Ja. Wobei der WFS die Referenzimplementierung für den WFS 2.0.0-Standard werden soll. Also das ist immer noch im Prozess, das ist das wird, ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber das ist in der Mache. Ja, was kann ich denn jetzt machen mit meinen Flugdaten, mit meinen AXM-Daten? Ich kann mit Hilfe von Degree zum Beispiel einen Web-Feature-Service drauf aufsetzen, der einfach diese GML-Objekte, GML-kodierten Objekte anbietet, der sie abspeichern kann über WFST. Ich kann dann Anfragen darauf machen. Ich kann diese Daten visualisieren über einen WMS, der auch auf diese Datenquellen, auf die AXM-Datenquellen konfiguriert ist. Ich kann einen WPS aufsetzen, der mir eine Prozessierung erlaubt. Und das ist ein gängiges Szenario. Und dann low-level-mäßig sind halt viele, viele schwierige Probleme, die mit dem Verarbeiten zu tun haben, eigentlich ganz gut gelöst schon. Also zum Beispiel kann es halt valides GML 3.2.1 lesen und schreiben, und zwar in einer streambasierten Form. Das heißt, ich bin auch nicht irgendwie durch meinen Hauptspeicher unbedingt begrenzt, sondern ich kann halt einen GML-Strom reinlesen und einen GML-Strom rausschreiben. Die Spezialgeometrien, die hier auftauchen, sind auch zum Beispiel direkt unterstützt. Es ist im Aviation-Bereich halt so, dass die häufig auch eine 3D-Komponente zum Beispiel haben. Und das kommt hier ziemlich zu Pass, wenn man halt so einen Dienst aufsetzen will. Und auch diese Referenzen, die X-Links, werden auf eine sinnvolle Art und Weise schon abgebildet und behandelt.
Daneben kann ich halt, das ist man so üblicherweise von so einem Framework erwartet, ich kann Prädikate filtern und auswerten, sowohl räumlich als auch temporal. Ich habe einen Persistenzansatz, ich habe eine Sprache für ein relationales Mapping, um diese Objekte, diese AXM-Objekte abzubilden auf meine Datenbank. Oder ich kann sie auch in einem Spezialmodus direkt in Blobs speichern lassen, was unter Umständen tatsächlich große Performance-Vorteile haben kann. Und dann kommt noch die Kartenerzeugung, die ich halt auch auf der Ebene machen kann. Das sind hier die Bausteine, die mir halt ein Degree so bieten würde. Also ich habe halt meine Web-Services, ich habe verschiedene Arten von Datenquellen, die ich konfigurieren kann, und dann noch Kartenlayer und Prozesse und alles mögliche andere. Aber ich kann mir jetzt im Prinzip eben, wenn ich ein AXM-Setup machen will, wie in dieser Folie dargestellt, dann picke ich mir diese Module raus und konfiguriere die halt im Prinzip. Also das hier ist jetzt ein Setup, wo ich ein WPS, WMS, WFS hätte, einen konfigurierten Feature-Store, wo der letzten Endes eine Datenabstraktionsschicht darstellt für diese AXM-Objekte und der dann PostGIS oder auch das böse Oracle anbinden könnte. Ja. MS SQL wird tatsächlich auch unterstützt. Wenn ich so ein Setup dann habe, dann kann ich auf eine relativ einfache Art und Weise mit diesen AXM-Daten umgehen. Ich kann die zum Beispiel über einen WFS-T-Request in den WFS einspielen. Die landen in der Datenbank und der WMS und der WMS kann sie zeichnen und der WFS gibt sie halt auch wieder aus, wenn ich eine Anfrage stelle. Oder der WPS ermöglicht mir irgendeine Art von Prozessierung darauf. Der letzte Teil meines Vortrags, da würde ich gerne noch beschreiben, was wir so im OWS10-Testbed tatsächlich noch beisteuern. Das Testbed ist noch gar nicht ganz zu Ende, das ist erst in anderthalb Monaten zu Ende. Diese Testbeds sind Teil des Interoperability-Programms des OGC. Und da wird halt mal praktisch geguckt, ob die OGC-Standards eigentlich auch für herhalten und funktionieren, wenn man sie ausprobiert. Und bei so komplexeren Geschichten wie AXM tauchen dann halt tatsächlich eben auch immer noch ganz überraschende Ergebnisse eigentlich auf, teilweise. In OWS 10 gibt es einen Bereich, der sich speziell mit Aviation beschäftigt. Und das ist auch der, in dem ich und das MClick-Team tätig sind. Die Komponenten, die wir da bereitgestellt haben, sind halt ein OGC WFS 2.0 für AXM und auch für FixSim, aber das nur am Rande. Und wir haben ein WPS bereitgestellt, der die Validierung von AXM-Dokumenten erlaubt. Was daran vielleicht noch ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass es wird halt überall nur mit Wasser gekocht. Und wenn man alle Teilnehmer, die da AXM produzieren, haben eigentlich kaputte AXM-Daten. Also es ist zum Beispiel so, dass Eurocontrol, die Europäische Flugsicherungsbehörde, selbst ihr AXM ist momentan noch fehlerhaft. Und dementsprechend ist dieser Validierungsdienst eigentlich eine ganz gut angenommene Sache. Hier sieht man nochmal eine Folie von dem Gesamtsystem, das wir da erstellt haben, oder auch der Baukasten, den aus dem MClick sich eigentlich immer wieder bedient. Hier ist nochmal eine Folie von diesem Validator, der eben von den beiden Studenten hier von der Uni, von der Hochschule wurde, diese Oberfläche zumindest entwickelt und die dann eben hier anzeigt, wo Fehler in dem AXM-Dokument vorliegen. Wobei das nicht nur eine Schema-Validierung ist, sondern auch eine Validierung auf Business-Rule-Ebene. Das war's. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Das Schild nicht gesehen, aber in der Zeit geblieben. Super. Hey. Ja, gut. Gut, gibt's Fragen? Meine Frage ist in die Richtung, gibt es ein standardisiertes Datenformat für, oder Modell für die temporalen Daten, was quasi auch in andere
Modelle eingearbeitet werden kann und interoperabel ist, oder ist das auch eine Eigenentwicklung? Ich würde die Frage gerne tatsächlich weitergeben. Ich glaube, also soweit ich weiß, wäre das weiterverwendbar, ja. Aber ich bin tatsächlich mit den Timeslices gar nicht so besonders vertraut. Ja, also Timeslices sind ein großes Thema und sie sind auch bisher fast nirgends bisher so umgesetzt, wie sie erdacht sind. Deshalb ist das alles jetzt unter Vorbehalt. Vielleicht wird sich da noch eine Umwälzung ergeben. Aber also GML hat an sich schon sowas Ähnliches wie Timeslices. Das wird aber von AXM wird nicht direkt von AXM benutzt, sondern wurde erweitert. Und AXM hat ein etwas komplizierteres Timeslice-Modell. AXM, muss man dazu wissen, ist kein reines XML-Schema, sondern ist in erster Linie ein UML-Modell, aus dem das Schema dann erst generiert wird. Und dort ist diese Timeslice-Sache, das sind sozusagen wiederkehrende Elemente im Schema. Also zu einem Airspace gibt es eine Airspace-Timeslice, die auf eine bestimmte Art und Weise drin steckt und bestimmte Felder hat, zusätzlich zu den eigentlich interessanten Feldern. Und diese Metastruktur so steckt nicht direkt als, ich sag mal, separate XML-Elemente in diesem Schema drin, sondern mehr so ist quasi so eine Art, so eine Art Coding-Style über diesem Schema, dass man halt zu jedem Element auch ein Timeslice-Element hat. Und deshalb wird es auch automatisch generiert, dass man sich da nicht in Wolf tippt. Also auf die Art und Weise ist es drin. Das ist sicherlich eine gute Inspiration für andere Anwendungszwecke, ist aber wahrscheinlich auch ziemlicher Overkill für andere Anwendungszwecke. Ich glaube aber auch schon, dass es Sinn machen könnte, sich das Temporalmodell mal daraufhin anzugucken, ob es eben passen könnte. Also was noch bemerkenswert ist, ist, dass im Rahmen dieser ganzen Geschichte auch für den WFS eine Erweiterung spezifiziert wurde. Die ist momentan noch nicht verabschiedet, aber die ist halt im Draft, mit der man besser Temporal-Queries machen kann. Ja? Und so gesehen, ich kann mir schon vorstellen, dass man das auch in anderen Kontexten gut verwenden könnte. Können Sie erklären, warum so wenige GIS native komplexe Schema, also nativ komplexe GML-Schema unterstützen, und ist GML vielleicht dann doch nicht das richtige Austauschformat? Ich glaube, gute Frage erstmal, sehr gute Frage, die ich mir auch häufig stelle, weil es irgendwie frustrierend ist, sowas hier irgendwie, wenn man sowas implementiert, und dann letzten Endes hat man gar keine Software, mit der man es nutzen kann. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen albern, ein bisschen Henne-Ei-Problem, aber ich glaube, dass es halt gute Gründe gibt, warum sich die klassische GIS-Welt und auch die Open-Source-GIS-Welt eben so lange wie möglich sträubt, diese objektrelationalen Modelle anzunehmen, weil es einfach effizienter ist und weil die Tools es alle beherrschen. Und wenn man jetzt anfängt, tatsächlich mit dieser objektorientierten Darstellung in allen Facetten loszulegen, dann hat man erstmal eine riesige Lücke in den Tools. Ja, ich meine, gut, also ich weiß nicht, ob das die Frage wirklich beantwortet, aber ich denke, bisher ist auch noch wahrscheinlich niemand, im generischen GIS-Bereich, glaube ich, fällt es sehr schwer, da ein Argument für zu finden, warum man das überhaupt so komplex modellieren will. Aber wenn man halt eben von einer Domäne nimmt, und wie die Aviation-Domäne oder auch Inspire oder sowas, und die Leute sich da fachlich einigen, denen ist ja erstmal egal. Die entwerfen das aus UML heraus und dann entsteht sowas eben. So. Dann hätte ich noch kurz was zum Degree Framework. Hm? Wie sieht es aus mit Basic Authentication mit HTTP? Funktioniert das gut? Basic, also die Authentifizierung muss tatsächlich in der jetzigen Version immer noch extern realisiert werden. Das ist nicht drin. Okay, und was ja in der Version 2 noch nicht drin war, dass man WFS-Requests weitergeben kann. Man muss es immer on-board verarbeiten. Wird das mittlerweile unterstützt? Also sprich, sowas wie ein Remote-WFS oder? Nee, dass ich einfach kann sagen, ich nehme den WFS-Request oder WMS-Request entgegen und leite ihn dann weiter an einen anderen Server. Kaskadierungsmöglichkeiten gibt es in dem Dreier-Framework tatsächlich relativ umfangreiche. Also es gibt, also was WMS zum Beispiel angeht, ist das überhaupt kein Problem. Was der Zustand von dem WFS-Kaskadierer angeht, bin ich gerade leider etwas überfragt. Können wir nochmal vielleicht später gucken. Also im Prinzip ist es aber angedacht und das Modul ist auch da. Gut,
wenn sonst keine Fragen sind, ich habe noch eine. Bitte. Du hast so am Rande so ein bisschen erwähnt, dass ihr auch irgendwie 3D-Daten da reinpackt. Da würde mich zum einen natürlich interessieren, inwieweit Degree die verarbeitet, damit umgehen kann. Ja. Und zum Zweiten, weil wir in einem anderen Kontext insbesondere mit X3D zu tun hatten, als ja so ein bisschen anvisierter Standard in der Richtung. Inwieweit ihr euch da ein bisschen orientiert? Ja, wieder eine gute Frage, auch nicht ganz einfach zu beantworten. Also der, sag mal so, der die Sache ist die, solange halt irgendwie nur ein Objekt mit 3D-Koordinaten reingeht und wieder rausgeht, das funktioniert halt, also das Objektmodell, das interne, kann damit völlig problemlos umgehen. Interessant sind dann halt immer die Momente, an die es gegen externes System geht. Also zum Beispiel ist in diesem Zusammenhang dieser Blob-Modus halt eine extrem interessante Sache, weil der dann halt auch zum Beispiel daran vorbeiarbeitet, in der Datenbank 3D-Geometrien ablegen zu müssen. Andererseits sind halt diese Sachen wie räumliche Operatoren. Es ist keine vollständige Auswertung der räumlichen Operatoren in 3D implementiert. Wobei allerdings ein Bounding-Box in 3D einem schon häufig genug eine ganze Menge hilft. Und das ist wiederum trivial zu implementieren gewesen. Also so gesehen, da ist schon eine ganz ordentliche Unterstützung für 3D, wenn auch nicht perfekt. Gut, dann danke ich dir nochmal. Und ja, wir lassen jetzt die draußen stehen, rein und machen in 4 Minuten weiter.